Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2. Es ist die Wahl einer Vizepräsidentin oder eines Vizepräsidenten des Hessischen Landtages. Nach § 3 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Hessischen Landtages wählt der Landtag geheim oder, wenn dem niemand widerspricht, durch Handzeichen in getrennten Wahlgängen die Stellvertreterinnen und Stellvertreter des Präsidenten gewählt. Es wäre die Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Hessischen Landtages auf sich vereint. Das sind 69 Stimmen. Wir haben eine Drucksache vorliegen, zu der Herr Kollege Lambrou gemeldet hat. Das ist die Drucksache 20/278, in der die Fraktion der AfD den Abgeordneten Dürr-Garf als Vizepräsidenten des Hessischen Landtages vorschlägt. Die Fraktion der AfD hat uns bereits mitgeteilt, dass die Wahl geheim durchgeführt werden soll. Herr Kollege Lambrou, Sie haben das Wort. Ja, ich möchte es noch einmal auch am Mikrofon sagen. Wir nominieren unseren Abgeordneten Dürr-Garf für das Amt des Vizepräsidenten und beantragen eine geheime Wahl. Herzlichen Dank, Herr Kollege Lambrou. Das ist der Inhalt der Drucksache 20/278. Noch einmal zur Wiederholung. Ich darf die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Das sind Frau Kollegin Klaus, Fraktion der CDU, Kollege Tobias Eckert, Fraktion der Sozialdemokraten, Kollegin Nina Eisenhardt, Bündnis 90 Die Grünen, Walter Wissenbach, Fraktion der AfD, Marion Schardt-Sauer, Freie Demokraten und die Kollegin Elisabeth Kohler für die Fraktion Die Linke. Zunächst zum Ausgabetisch, der hier rechts von mir aus gesehen steht, bitten, um sich vom ordnungsgemäßen Zustand der Wahlkabinen, der Wahlunterlagen und der Wahlurnen zu überzeugen. Kolleginnen und Kollegen, wir sehen es in dem Wahlgang. Ich wäre dankbar, wenn wir ein bisschen Ruhe dafür haben und warte ab, ob mir ein Signal gegeben wird, ob der Zustand aus der Sicht der Wahlhelfer ordnungsgemäß ist. Frau Eisenhardt, können Sie mir ein Signal geben? Sieht es gut aus? Seid ihr euch einig? Alles in Ordnung? Alles klar. Wahlkabinen und Wahlunterlagen und Wahlurnen sind in einem ordnungsgemäßen Zustand. Dann kommen wir zur Wahlhandlung. Nach dem Aufruf, nach dem Namensaufruf der Abgeordneten, der gleich durch die Schriftführer vorgenommen wird, erhält jeder von Ihnen, von den Wahlhelferinnen und den Wahlhelfern, einen Stimmzettel. Der Ausgabetisch befindet sich, wie gesagt, von mir aus rechts gesehen. Von dort aus gehen Sie dann bitte zur Wahlhandlung hinter die Porträtwand zu einer der beiden Wahlkabinen. Ich weise darauf hin, und es ist sehr wichtig, dass Ihr Stimmzettel nur ein Kreuz in einem Kreis und keinerlei weitere Kennzeichnungen oder Bemerkungen enthalten darf. Ansonsten wäre der Stimmzettel ungültig. Ich darf Sie bitten, diesen Stimmzettel dann, wenn Sie ihn erhalten haben und entsprechend gekennzeichnet haben, zweifach gefaltet in die Wahlurnen zu werfen, die sich hier vorne auf dem Stenografenplatz bei Frau Schardt-Sauer und bei Frau Eisenhardt befinden. Bevor die Schriftführer mit dem Namensaufruf beginnen, ich mache auch noch einmal den Gong außen, bitte ich die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer darauf zu achten, dass die Wahlhandlung geheim abläuft. Und ich bitte nun, wer von Ihnen beiden beginnt, Kollege Utter beginnt, ich bitte nun mit dem Namensaufruf der Abgeordneten zu beginnen. Kollege Utter, Sie haben das Wort. Ulrike Alex. Tarek Al-Wazir. Katrin Anders, Lena Arnold, Sabine Bächle-Scholz, Dirk Bamberger, Jürgen Banzer, Dr. Ralf Norbert Bartelt, Elke Barth, Alexander Bauer, Frank Thilo Becher, Holger Bellino, Peter Beuth, Markus Bocklet, Michael Boddenberg, Christiane Böhm, Karl-Hermann Bolldorf, V.
Volker Bouffier, Silvia Brünnel, Dr. Matthias Büger, Thailein Burcu, Ines Klaus, Miriam Dahlke, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Frank Diefenbach, danke, Angela Dorn, Tobias Eckert. Nina Eisenhardt, Arno Enners, Nancy Faeser, Martina Feldmeier, Thorsten Felstehausen, Carina Fissmann, Hildegard Förster-Heldmann, Jürgen Frömmrich, Sandra Funken, Klaus Gagel, Dirk Karp, Kerstin Geis, Nadine Gersberg, Lisa Gnadl, Eva Goldbach, Dr. Frank Grobe, Vanessa Kronemann, Stefan Krüger, Gernot Krumbach, Dr. H.C. Jörg-Uwe Hahn, Karin Hartmann, Erich Heidkamp, Christian Heinz, Birgit Heitland, Thomas Hering, Klaus Hermann, Priska Hinz, Heike Hofmann,
Markus Hofmann, Andreas Hofmeister, Hartmut Honka, Knut John, Bijan Kaffenberger, Rolf Kahnt, Norbert Kartmann, Heiko Kasseckert. Frank-Peter Kaufmann. Kaya Kinkel. Kai Klose. Wiebke Knell. Elisabeth Kula, Gerald Kummer, Robert Lambrou, Jürgen Lenders, Thorsten Leveringhaus, Andreas Lichert, Angelika Löber, Frank Lorz, Professor Dr. Alexander Lorz, Heinz Lotz, Felix Martin, Daniel May, Markus Meissner, Hans-Jürgen Müller, Michael Müller, Karin Müller, Regine Müller, Stefan Müller, Petra Müller-Klepper, Dr. Stefan Naas, Claudia Papst-Dippel, Manfred Penz, Moritz Bromny, Janki Pürsün, Lucia Puttrich, Dr. Dr. Rainer Rahn, Claudia Ravensburg, Michael Reul, Boris Rhein, Volker Richter, René Rock,
Günther Rudolf. Michael Ruhl. Max Schad. Dr. Thomas Schäfer. Jan Schalauske. Marion Schardt-Sauer. Lukas Schauder. Hermann Schaus. Gerhard Schenk. Heidemarie Scheusch-Paschkewitz. Katrin Schleenbecker. Miriam Schmidt. Heiko Scholz, Dimitri Schulz, Armin Schwarz, Uwe Serke, Dr. Daniela Sommer, Sadet Sönmez, Frank Steinraths, Oliver Stierböck, Manuela Strube, Ismail Tippi, Oliver Uhlert, Tobias Utter, Joachim Veihellmann, Bernd Erich Vohl, Matthias Wagner, Astrid Wallmann, Alexandra Walter, Kati Walter, Thorsten Warnecke, Sabine Waschke, Marius Weiß, Dr. Ulrich Wilken, Axel Wintermeyer, Walter Wissenbach, Janine Wissler, Turgut Yüksel. Jetzt gehen wir erstmal wählen. Ja, dann fragen wir.
Jetzt. So, hat jeder die Gelegenheit gehabt, seinen Stimm... Nein? Okay, okay, okay. So, hatte jeder die Gelegenheit, einen Stimmzettel abzugeben? Beziehungsweise sind alle Stimmzettel abgegeben? Das ist offensichtlich der Fall. Dann schließe ich die Wahlhandlung und bitte die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, mit dem Auszählen der Stimmen zu beginnen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, dass Sie wieder in den Plenarsaal kommen, dass Sie Ihre Plätze einnehmen, denn wir haben im ersten Wahlgang ein Ergebnis vorliegen, das ich Ihnen jetzt verkünden möchte. Die Zahl der anwesenden und stimmberechtigten Abgeordneten beträgt 133. Die Zahl der ausgegebenen Stimmzettel beträgt 130. Zahl der abgegebenen Stimmzettel beträgt ebenfalls 130. Die Zahl der gültigen Stimmzettel beträgt 129. Ein Stimmzettel ist ungültig gewesen. Das wäre kein gutes Zeugnis für uns, wenn das so wäre. Also ein Stimmzettel ist ungültig gewesen. Auf den Vorschlag Dirk Garf entfielen 29 Ja-Stimmen und 100 Nein-Stimmen. Ich stelle damit fest, dass auf den Vorschlag Dirk Garf die erforderliche Mehrheit der Stimmen nicht entfallen ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sofort der Kollege Lambrou. Der Kollege Dirk Garf hat nicht die erforderliche Mehrheit der Mitglieder des Hauses erhalten. Deswegen frage ich, ob ein zweiter Wahlgang erwünscht ist. Herr Kollege Lambrou, Sie haben das Wort. Herr Präsident, vielen Dank. Ich beantrage im Namen der AfD-Fraktion einen erneuten Wahlgang, ebenfalls in geheimer Wahl. Herzlichen Dank, Abgeordneter Lambrou. Das ist also der Fall. Dann für den zweiten Wahlgang ist ebenfalls beantragt worden, geheim abzustimmen. Dann rufe ich nun zum zweiten Wahlgang auf. Das Prozedere ist das gleiche wie das bereits geübte Prozedere. Und ich darf um den Namensaufruf bitten. Die Kollegin Scheuch-Paschkewitz beginnt, wenn ich das richtig sehe. Nein, wollen Sie beginnen? Ulrike Alex. Tarek Al-Wazir. Katrin Anders. Lena Arnold. Sabine Bächle-Scholz. Dirk Bamberger. Jürgen Banzer. Dr. Ralf Norbert Bartelt. Elke Barth. Alexander Bauer. Frank Thilo Becher. Holger Bellino. Peter Beuth. Markus Bocklet. Michael Boddenberg. Christiane Böhm. Karl-Hermann Bolldorf. Volker Bouffier, Silvia Brünnel, Dr. Matthias Büger, Thailand Burcu, Ines Klaus, Miriam Dahlke, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Frank Diefenbach, Angela Dorn, Tobias Eckert.
Nina Eisenhardt, Arno Enners, Nancy Faeser, Martina Feldmeier, Thorsten Felstehausen, Carina Fissmann, Hildegard Förster-Heldmann, Jürgen Frömmrich, Sandra Funken, Klaus Gagel, Dirk Kaff, Kerstin Geist, Nadine Gersberg, Lisa Gnadl, Eva Goldbach, Dr. Frank Grobe, Vanessa Kronemann, Stefan Krüger. Gernot Grumbach, Dr. H.C. Jörg-Uwe Hahn, Karin Hartmann, Erich Heidkamp, Christian Heinz, Birgit Heitland, Thomas Hering, Klaus Hermann, Priska Hinz, Heike Hofmann, Markus Hofmann, Andreas Hofmeister, Hartmut Honka, Knut John, Bijan Kaffenberger, Rolf Kahnt, Norbert Kartmann, Heiko Kasseckert. Wir machen fertig. Wahlgang machen wir durch. Ja? Frank-Peter Kaufmann, Kaya Kinkel, Kai Klose, Wiebke Knell, Elisabeth Kula, Gerald Kummer, Robert Lambrou, Jürgen Lenders, Thorsten Leveringhaus,
Andreas Lichert, Angelika Löber, Frank Lorz, Professor Dr. Alexander Lorz, Heinz Lotz, Felix Martin, Daniel May, Markus Meissner, Hans-Jürgen Müller, Michael Müller, Karin Müller, Regine Müller, Stefan Müller, Petra Müller-Klepper, Dr. Stefan Naas, Claudia Papst-Dippel, Manfred Penz, Moritz Promny, Janki Pürsün, Lucia Puttrich, Dr. Dr. Rainer Rahn, Claudia Ravensburg, Michael Reul, Boris Rhein, Volker Richter, René Rock, Günther Rudolph, Michael Ruhl, Max Schad, Dr. Thomas Schäfer, Jan Schalauske, Marion Schardt-Sauer, Lukas Schauder, Hermann Schaus, Gerhard Schenk, Heidemarie Scheuch-Paschkewitz, Katrin Schleenbecker, Miriam Schmidt, Heiko Scholz, Dimitri Schulz, Armin Schwarz, Uwe Serke, Dr. Daniela Sommer, Sadet Sönmez, Frank Steinraths, Oliver Stierböck, Manuela Strupe, Ismail Tippi,
Oliver Uhlert, Tobias Utter, Joachim Veihellmann, Bernd Erich Vohl, Matthias Wagner, Astrid Wallmann, Alexandra Walter, Kati Walter, Thorsten Warnecke, Sabine Waschke, Marius Weiß, Dr. Ulrich Wilken, Axel Wintermeier, Walter Wissenbach, Janine Wissler und Turgut Yüksel. So, ich darf die Frage stellen, ob jeder die Möglichkeit hatte, seinen Stimmzettel abzugeben. Gibt es noch irgendjemanden, der seinen Stimmzettel noch nicht abgegeben hat? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann ist die Wahlhandlung geschlossen. Und ich bitte die Stimmzählerinnen und Stimmzähler, die Stimmen auszuzählen.
Frau Waschke soll mal bitte zu Herrn Utter kommen. Hat jemand Frau Waschke gesehen? Frau Waschke zur 35, genau.